Flop 89 ist ein ausgesprochen sympathischer YouTuber, der sich mit Uhren beschäftigt, zum Teil sehr, sehr interessante Uhren zeigt. Und ich wollte gerne mehr über die Person erfahren, die diese Videos macht. Und so haben wir ein Interview vereinbart, was wir Corona-bedingt als Ferninterview geführt haben. Ich freue mich sehr, es euch heute zeigen zu können und hoffe, ihr habt dabei genauso viel Spaß, wie wir hatten. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es einmal nicht um Uhren, zumindest nicht primär um Uhren, und es geht auch nicht nur um mich, sondern es geht um ein Interview, was ich Corona-bedingt als Ferninterview mit Flo von Flomp89 geführt habe. Ein wirklich netter Kerl, und bevor wir zu den Fragen kommen, ein kurzes Grußwort von Flo. Hallo lieber Axel, hallo liebe Zuschauer vom Axel. Ja, lieber Axel, bei im Prinzip tropischen Temperaturen stelle ich mich hier für dich vor die Kamera. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über deine Anfrage hinsichtlich unseres Interviews, das wir Corona-bedingt jetzt als Ferninterview führen, aber ich denke, das wird doch ganz unterhaltsam sein. Ich beantworte jetzt deine Fragen, freue mich sehr darauf und wünsche allen natürlich viel Spaß beim Zuschauen. Falls ihr mich noch nicht kennt, Flomp89 Watches and More ist mein YouTube-Kanal. Ich freue mich über jeden, der mal vorbeischaut. So, dann geht's los. Flo, meine erste Frage an dich. Wie bist du eigentlich zu dem Thema, zu dem Hobby Uhren gekommen? Das ist im Prinzip recht einfach tatsächlich. Ich habe mich schon immer für Uhren begeistern können. Es war dann die erste Uhr, eine Flickflack-Kinderuhr, die ich bekommen habe. Dann ging es über einige Digitalversionen, beispielsweise die G-Shock oder die, ich glaube, Baby G hieß die damals, zu Automatikmodellen der Marke Lockman. Ich meine, das ist ein italienischer Hersteller. Und dann schließlich zu einer Breitling Crosswind über, die meine erste Luxusuhr wurde, die ich mir selber gekauft habe. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und sie jahrelang getragen. Ich habe mich dann immer intensiver mit der Materie beschäftigt und habe einen Freund kennengelernt, falls du das siehst an dieser Stelle, viele Grüße, du weißt, wer gemeint ist, mit dem ich mich dann noch intensiver mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe. Ja, und dann kam eins zum anderen und jetzt bin ich seit einigen Jahren leidenschaftlicher Uhrensammler. Ja, so ist es wohl vielen von uns gegangen. Meine zweite Frage an dich ist, du machst unglaublich viel, du hast deinen YouTube-Kanal, du hast einen Blog, du hast ein Buchprojekt am Laufen. Alles das kostet natürlich unglaublich viel Zeit. Hast du auch noch andere Hobbys? Hast du auch noch Zeit für andere Hobbys? Und ja, für welche? Ja, ich habe tatsächlich recht viele Beschäftigungsfelder. Allerdings an ausgeprägten Hobbys ist tatsächlich nur das Uhrenhobby zu nennen. Nur in Anführungszeichen, denn es ist so vielseitig und so erfüllend und ausfüllend, gerade wenn man eben noch hinsichtlich YouTube, Blog, Buch und so weiter sich da betätigt, dass im Prinzip kaum noch Zeit für was anderes bleibt. Aber mit verschiedenen Messen, mit Herstellerbesuchen, mit Reviews, mit Meinungsvideos hat man so viel Abwechslung, dass das auch vollkommen ausreicht. Und ein kleiner Sidefact zu meiner Person, bevor ich ins Uhrenhobby gerutscht bin, das weiß tatsächlich noch niemand, denke ich, ich habe es glaube ich nie erwähnt, war ich begeisterter Aquarianer, auch ein wirklich sehr, sehr schönes, wenn auch, ja, genau wie das Uhrenhobby, sehr zeitintensives Hobby. Oh, das habe ich nicht gewusst. Klasse. Also vielen Dank für diese Information. Meine dritte Frage an dich ist, in manchen Kommentaren und auch im Hintergrund deiner Videos, an den Büchern kann man sehen, dass du ja auch etwas in Anführungsstrichen Ordentliches gelernt hast. Könntest du dir vorstellen, irgendwann einmal das Thema Uhren, sei es als YouTube, sei es als Buchautor oder als Blogger, hauptberuflich zu machen? Ja, tatsächlich habe ich auch was Anständiges gemacht, aber kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn sich denn irgendwann die Möglichkeiten bieten, das ganze Uhrenthema auch zu meinem Hauptberuf zu machen. Vollkommen klar, das wäre nice to have, denn es ist was, was einem Spaß macht oder was mir Spaß macht in dem Falle, worin ich aufgehe, was wirklich schön ist, was mich ausfüllt, erfüllt. Was ich mit Begeisterung machen kann. Es gibt noch ein, zwei andere Felder, die ich beruflich ausübe, die ich mit Begeisterung mache, aber ich hätte absolut nichts dagegen, wenn das Uhrenhobby auch einen weiteren Bereich meines beruflichen Umfeldes einnehmen könnte. Vielen Dank für die ehrlichen Einsichten. Zuletzt in diesem Teil, in dem allgemeinen Teil, eine Frage. Gibt es vielleicht ein kleines Geheimnis, was du uns verraten kannst? Irgendetwas, womit du deine und meine, also quasi unsere Zuschauer, überraschen kannst? Ja, ob ich ein kleines Geheimnis verraten kann, was bei mir YouTube-mäßig passiert, ich kann sogar zwei verraten. Je nachdem, wann dieses Interview kommt, ist es tatsächlich entweder eine wirklich neue Neuigkeit
oder du bist zumindest einer der Ersten, der darüber berichtet. Zum einen gibt es zeitnah, Stand heute, wir haben jetzt Mitte August, Ende August, Anfang September wahrscheinlich, ein Gewinnspiel von mir, wo ihr eine Seiko 5 Sports gewinnen könnt. Das gibt es dann auf meinem YouTube-Kanal, wo ihr teilnehmen könnt. Ihr müsst Abonnent sein, alles Weitere erfahrt ihr in dem entsprechenden Video. Und ab circa Oktober ist noch eine weitere Kooperation geplant in Bezug auf meinen Blog. Da gibt es sehr, sehr interessante Angebote dann von einem speziellen Hersteller und das gepaart mit Videos auf YouTube, die regelmäßig erscheinen werden. Also seid da mal gespannt, es kommt einiges auf euch zu. Wow, das klingt spannend. Also da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig drauf. Lass uns mal von dem allgemeinen Teil zum Thema Uhren kommen. Worauf legst du bei einer Uhr wirklich Wert? Was muss eine Uhr haben? Ist es das Design? Ist es das Material? Ist es der Name, die Geschichte, die Technik? Was macht für dich den Thrill und den Kick bei einer Uhr aus? Gute Frage. Letztendlich bin ich jemand, der sehr nach Design geht. Wenn ich eine Uhr als schön empfinde, als interessant empfinde, dann ist sie für mich spannend. Letztlich ist es immer so eine Mischung aus Design und Materialmix, die mich anfixt. Weniger das Mechanische einer Uhr oder die Funktionen, die mir diese Uhr bietet. Ich bin beispielsweise auch komplett happy mit einem Dreizeigermodell ohne Datum, ohne sonstige Komplikationen, sofern es mich vom Design her und vom Material her anspricht. Wenn ich also ein eigenständiges, kreatives Design habe, im besten Falle noch gepaart mit einer entsprechenden Mischung an Materialien, sei es was das Band oder das Gehäuse angeht, dann bin ich wunschlos glücklich und habe dann auch keinen roten Faden, nachdem ich meine Sammlung sortiere, sondern gekauft wird, was leistbar ist und was gefällt. Nachdem du das gesagt hast, muss ich meine nächste Frage wahrscheinlich kaum stellen. Was muss eine Uhr unbedingt haben, damit sie für dich interessant ist? Und was darf sie auf keinen Fall haben? Ja, was eine Uhr auf jeden Fall haben muss, damit sie mir gefällt, ist im Prinzip die erwähnte Eigenständigkeit. Sie muss ein eigenständiges Design haben, gerne auch komplett anti-Mainstream. Und wenn von 10 Leuten nur einem diese Uhr gefällt und derjenige bin ich, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Genauso bei 100.000 Leuten. Es muss eigenständig und wiedererkennbar sein. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Was eine Uhr auf gar keinen Fall für mich persönlich haben darf, ist ein zu kleiner Durchmesser. Ich komme einfach mit kleinen Uhren, gerade im Vintage-Bereich, persönlich nicht wirklich zurecht. Ja, das hatte ich nach der vorhergehenden Antwort schon so ungefähr erwartet. Mal eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Gibt es eine Uhr, die du richtig klasse findest, die du so richtig super findest, aber selber nie tragen würdest? Gute Frage. Tatsächlich wäre das zum Beispiel Jacob & Co. Da gibt es ja diese Astronomia, meine ich, heißt die Uhr. Das ist eine Uhr, die ich super interessant und super spannend finde, die ich aber, obwohl ich wirklich extrovertierte und große Uhren mag, wahrscheinlich nicht tragen würde, weil sie einfach viel zu empfindlich und unpraktisch ist. Zumindest stelle ich mir das so vor. Wenn du dich auf eine einzige Uhr beschränken müsstest und diese Uhr auch noch im machbaren Rahmen ist, also nicht off limits, welche Uhr wäre das? Wenn ich mich auf eine Uhr beschränken müsste, die realistisch ist, wäre das wahrscheinlich ein Kampf zwischen einer Grand Seiko mit Snowflake-Zifferblatt und Springdrive-Antrieb oder einer Datejust 2 mit dem Oysterband und der geriffelten Weißgold-Lünette und einem wahrscheinlich so ja, silber-champagnerfarbenen Zifferblatt. Eine der beiden wäre es, denn damit deckt man im Prinzip sportliche wie elegante Anlässe gleichermaßen ab. Man hat was Wertiges, man hat was nicht zu, ich sag mal, Schreiendes, nichts zu Lautes. Trotzdem ist es eine Uhr, die präsent am Handgelenk ist jeweils und damit macht man meiner persönlichen Ansicht nach nichts falsch. Vielen Dank dafür. Und jetzt kommt natürlich die Frage, die fast immer kommt. Hast du eine Grail Watch, also den heiligen Gral, nach dem du die ganze Zeit strebst, völlig losgelöst vom Budget und vom Geld, die Uhr, die im Prinzip alle deine Träume erfüllen würde? Meine Grail Watch ohne Preislimit aktuell, das schwankt immer mal wieder. Ich bin eigentlich nicht so der Grail Watch Typ, also ich trage Uhren, die viel kosten, genauso wie Uhren, die wenig kosten. Für mich schließt das eine das andere nicht aus, mir ist es vollkommen egal, ich gehe nach reinem Gefallen. Und mir gefällt beispielsweise, wenn jetzt der Preis keine Rolle spielt, dann orientiert man sich natürlich nach oben. Die Integral von Hublot in Vollgold, voll besetzt, das ist ja eine Ansage, aber ich würde sie richtig cool finden und definitiv auch anziehen. Okay, danke schön. Und nun geht es zur Schnellradrunde. Ich blende eine Tafel ein und du antwortest einfach darauf. Eis, definitiv Eis. Ich liebe Süßspeisen.
Weder Ballett noch Bundesliga interessiert mich wirklich, aber im Zweifel dann doch eher die Bundesliga. Von mir aus beides, aber immer alkoholfrei, denn ich trinke keinen Alkohol. Definitiv Berlin, denn mit wirklich heißen, schwülen Temperaturen komme ich nicht gut zurecht. Definitiv Hund, ich bin eher der Hundemensch als der Katzenmensch. Ich habe einfach ja, einen stärkeren Bezug zu Hunden. Auf jeden Fall um 3 Uhr wach. Ich bin jemand, wie wahrscheinlich einige von euch, der nachts wirklich gut arbeiten kann und sich das zum Glück auch frei einteilt. Also wenn ihr wüsstet, wie oft ich eure Videos auf meinem Kanal dann für euch zwischen 0 Uhr und 3 Uhr schneide, ja, dann wüsstet ihr auch, dass ich definitiv eher um 3 Uhr wach, als um 3 Uhr wach bin, als um 4 Uhr aufzustehen. Auf jeden Fall der Füller. Meine Schrift ist unfassbar schlecht und so musste ich schon in der Schule und im Studium immer mit Füller schreiben und habe mir das auch nicht groß abgewöhnt. Kommt immer auf den Kontext an, im Zweifel eher du, wobei ich in der Geschäftswelt auch gerne mal beim Sie bleibe. WhatsApp und da die guten alten Sprachnachrichten. Wenn ich das letzte Mal einen handschriftlichen Brief geschrieben habe, der keine Postkarte oder sonstiges ähnliches war, weiß ich nicht. Es muss also schon einige Jahre her sein. Ja, und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte die Fragen so beantworten, dass es zum einen dir, Axel, gefallen hat. Zum einen, dass ihr, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen vom Axel, Spaß hattet. Ich freue mich sehr, wenn ihr dem Video einen Kommentar und einen Daumen nach oben da lasst. Dir noch weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal, lieber Axel. Und ich denke, wir sprechen uns auch außerhalb dieses Videos gelegentlich, wenn nicht sogar regelmäßig. Mich würde es freuen. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Flo, super. Vielen Dank. Ich fand das echt interessant. Ich habe eine ganze Menge über dich gelernt, dass du ein sympathischer Kerl bist, wusste ich vorher schon, aber jetzt weiß ich es auch ein bisschen mehr über dich und freue mich noch mehr auf deine nächsten Videos. Ja, wenn euch diese Art von Videos gefallen, wenn ihr auch solche Art Interviews mit anderen YouTubern sehen möchtet, lasst gerne einen Kommentar da, sagt mir, was ihr gerne erfahren möchtet, was euch interessiert. Und vielleicht kann ich dieses Format ja noch einmal mit einem anderen YouTuber machen und ihr erfahrt dann etwas mehr über die Person hinter der Kamera. Bis dahin, tschüss, euer Axel.